Ja, ich darf allen Zuseherinnen und allen Zusehern wirklich ein schönes Weihnachtsfest wünschen. Ich darf ihnen alles Gute für das nächste Jahr wünschen. Ich glaube, Weihnachten und diese Zeit um Weihnachten gibt die Möglichkeit, persönlich ein bisschen zurückzublicken, was ist passiert im Verlauf des Jahres. War alles richtig? Hat man persönlich alles richtig gemacht? Ich glaube, das sind Zeiten und das ist eine Zeit, wo man hier ein bisschen in sich gehen kann. Aber summa summarum, glaube ich, ist das Wichtigste für alle, dass es persönlich passt. Das Wichtigste für alle, dass die Gesundheit passt. Und das, glaube ich, wünsche ich euch allen, gesund zu bleiben, ein erfolgreiches Jahr 2017 entgegenzusehen. Und alles Gute und schöne Weihnachten. Ja, ich wünsche allen Burgenländerinnen und Burgenländern natürlich frohe Weihnachten, friedliche Weihnachten. Ich wünsche Ihnen im neuen Jahr viel Erfolg im Beruf. Ich wünsche allen viel Gesundheit und Glück. Ich glaube, dass das Glück auch sehr wichtig ist. Ja, liebe Zuseher des CCM-TV-Senders, ich wünsche Ihnen frohe Festtage. Ich wünsche Ihnen viel Gesundheit im nächsten Jahr. Das ist wirklich das Wichtigste. Wir von seitens der Politik, wir werden schauen im Burgenland, dass wir die Sicherheit garantieren, dass wir in der Sicherheit Bestmöglichstes tun, damit für jeden Bürger die Sicherheit gewährleistet ist. Und ich wünsche dem CCM-TV-Sender und natürlich der gesamten Bevölkerung auch ein erfolgreiches Jahr 2017 und bleiben Sie gesund. Ich wünsche allen Menschen, die im Burgenland leben, alles Gute für Weihnachten. Weihnachten ist ein Fest der Freude, des Friedens und der Familie. Dass es allen gelingen kann, dass sie zu Weihnachten schöne Stunden miteinander verbringen. Denken wir aber auch an jene, und jene möchte ich auch einen Gruß schicken zu Weihnachten, die alleine sind, deren Partner oder Partnerinnen nicht mehr sind, die keine Familie haben. An die richte ich meine besonderen Weihnachtsgrüße. Ich wünsche allen Burgenländerinnen und Burgenländern und vor allem den Zusehern von CCM-TV ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest, vor allem im Kreise der Familie, der Freunde, der Liebsten. Vor allem auch eine ruhige Zeit. Ich weiß, es ist in Zeiten wie diesen was ganz besonders Wertvolles, wenn man sich einmal Zeit auch wieder für sich selbst nimmt und für seine Familie nimmt und auch ein gutes und erfolgreiches Jahr 2017 und damit einen guten Rutsch. Frohe Weihnachten! Liebe Burgenländerinnen, liebe Burgenländer, meine sehr geschätzten Zuschauer von CCM-TV, ich wünsche Ihnen im Namen des Freiheitlichen Landtagsclubs und in meinem eigenen Namen ein gesegnetes Weihnachtsfest, ein paar ruhige Tage und vor allem viel Schwein für 2017. Und ich bedanke mich bei dieser Gelegenheit auch bei CCM-TV für die hervorragende Berichterstattung. Ja, liebe Mattersburgerinnen und Mattersburger und liebe Walbersdorferinnen und Walbersdorfer, es steht Weihnachten vor der Tür, das Fest der Familie. Ich darf Ihnen in meinem Namen ein wunderschönes Weihnachtsfest wünschen und wünsche Ihnen natürlich für das kommende Jahr 2017 ein erfolgreiches Jahr, ein Jahr, wo Ihre Wünsche in Erfüllung gehen, aber vor allem wünsche ich Ihnen Gesundheit.